wenn Leben nur die stochastische Erhöhung der Wahrscheinlichkeit ist von bestimmten Molekülen, ihre eben Wahrscheinlichkeit zu überleben durch Verdoppelung zu erhöhen, im Überhandnehmen gegenüber anderen Molekülen, also mit bestimmten Eigenschaften, die am Ende Membranen bilden und ein Ribosom, dies über den Vorgang dieses Grundgesetzes der Iteration, der Wiederholung, der Redundanz mit dem Drang nach Variation zugleich, am Ende bildet das zum Beispiel durch Invagination dieser Sphärenblasen, Ausbildung des ersten Polypen, indem da zwei Konvexspiegel sich widerspiegeln, wenn sich eine Seite eindellt, oder zwei Konkavspiegel, wie sie es auch betrachten wollen, von welcher Seite auch immer. Und das weitergedacht führt dann bis zum Spiegelreflexionskabinett des sich selbst anschauen wollenden Selbstbewusstseins, das Gesetz der geometralen Iteration durch immer komplizierter werdende Innenlabyrinthisierungen der Invaginationen, der Einstülpungs- und daraus dann auch wieder Ausstülpungs- Adytons, Eucharonta, Geheim, Tempel, Orte des Allerheiligsten, Sanktuariums oder besser Sakrificariums,